Ihr habt nicht erkannt, wofür er das tat. Der einzige Weg zu mir, mein Kind, mein liebes Kind, setze dich zu mir, meine geliebte Tochter, und höre, was ich, dein heiliger Vater im Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte. Ihr müsst euch zu Jesus, meinem eingeborenen Sohn, bekennen, denn sonst werdet ihr schlimme Zeiten erleben, und euer Ende wird furchtbar sein. Grausamst werdet ihr in die Hölle gestoßen, denn ihr habt euer Ja nicht meinem Sohn geschenkt, habt euch geweigert zu ihm zu laufen, nach seinen Lehren zu leben und habt meine Gebote missachtet. So seht nun, wo es euch hingeführt hat, in eine Welt des Scheins, die aus absoluter Leere besteht. Alles ist vergänglich, nur das, wo es euch hinführt, nicht. Eine Ewigkeit in der Hölle des Bösen, der euch quälen, leiden und misshandeln lässt, weil ihr seiner Scheinwelt verfallen seid, verfangen in seinen Verführungen und unfähig, die Wahrheit zu sehen, denn diese findet ihr nur durch meinen Sohn, an seiner Seite. Doch ist euch ein Leben in Schein und Luxus lieber, als euch auszustrecken nach dem, der für euch gelitten hat. Denn ihr habt nicht erkannt, wofür er das tat, und ihr negiert alles, was wirklich und wahr ist. Wer sich jetzt nicht löst aus Schein und Glamour, von irdischem, materiellem, von Lust, von Spaß, von Kicks und den dahergelaufenen, der wird ein böses Erwachen haben. Mein Sohn steht bereit. Wir haben es Maria zur göttlichen Vorbereitung der Herzen bereits gezeigt. So seht nun der Wahrheit ins Gesicht und versteckt euch nicht hinter dem, was andere sagen. Lauft zu Jesus, ruft zu ihm, bittet zu ihm und in seinen Anliegen und macht euch auf und bereit, denn das Ende naht, und ihr schlaft vor euch hin, denn ihr glaubt, alles würde so weitergehen wie bisher, und was uns unbequem ist, das ändern wir einfach, so wie es uns gerade passt. Doch, meine so von mir geliebten Kinder, befindet ihr euch auf dem Holzweg. Ihr seid dem Bösen auf den Leim gegangen, und immer tiefer verstrickt ihr euch in sein Lügennetz und nehmt an, was ihr euch sagt, und das, meine geliebten Kinder, wird euch die Ewigkeit an meiner Seite kosten, denn ihr geht den Weg in die Hölle, nicht aber in mein Himmelreich, in das ich einen jeden aufnehmen werde, der meinem Sohn, Jesus Christus, sein ehrliches und aufrichtiges Ja geschenkt hat. So kehrt nun um, bevor es wirklich zu spät ist. Meine Plagen haben begonnen, meine Segel öffnen sich. Eure Welt steht bereits Kopf, doch tut ihr es weiterhin als Banalität ab. Für alles scheint ihr eine Erklärung zu haben, nur für die Wahrheit nicht. Meine Kinder, wer sich jetzt nicht aufmacht und bekennt, dem wird die Wahrheit zu spät bewusst werden. Handelt jetzt und folgt Jesus nach. Sonst werdet ihr verloren gehen, dem Teufel direkt in seine Fangarme. Jesus ist euer Weg, der einzige Weg zu mir, eurem Schöpfer. Macht euch nun auf und begebt euch ins Gebet, sucht eure heiligen Messen auf und lest in meinem heiligen Buch. Ihr müsst mich kennen, um zu mir zu finden, deshalb lest, meine Kinder, und betet. Im Gebet seid ihr mit mir, mit uns verbunden, und wir offenbaren uns euch. Lebt nach den Lehren meines heiligen Sohnes und schenkt ihm euer Ja. Dieses Jahr ist der erste Schritt nach Hause, in einer Ewigkeit, die ihr euch herrlicher nicht vorstellen könnt. So kommt nun zu Jesus und findet mit und durch ihn den Weg nach Hause zu mir. Mit geöffneten Vaterarmen und voller zärtlicher Liebe in meinem Herzen warte ich auf euch, in tiefer Sehnsucht und mit Schmerz, denn meine Liebe zu euch ist unendlich, und einen jeden von euch möchte ich in meine heiligen Arme schließen. Ich liebe euch. Ich bin euer Schöpfer, reinste Liebe. Gott, kommt jetzt nach Hause, der Weg ist mein Sohn. Amen. Euer Vater im Himmel, Gott der Allerhöchste und Schöpfer allen Seins. Amen. Der Vater leidet, er sieht, wie viele verloren sind. Sie irren umher und sind blind für die Wahrheit. Lieber folgen sie dem Teufel, als auch nur einen Fuß in die heilige Kirche meines Sohnes zu setzen. Bittet für sie, denn nur euer Gebet kann ihnen helfen, noch zum Herrn zu finden. Amen. Eure Mutter im Himmel, Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. Lauft zu meinem Sohn und lebt mit ihm. Ich liebe euch, euer Vater im Himmel. Amen.